Auf Schloss Willigrad trifft Kunst auf Historie. Das Schloss am Schweriner Außensee wurde 1896 errichtet und bis zum Jahre 1920 bewohnt. Im Laufe dieser Jahre wurde das Schloss schon immer für Kunst und Ausstellungen genutzt. Seit 1991 mietet der Kunstverein Willigrad e.V. aus Wismar einen Teil der Räumlichkeiten. Seit 30 Jahren stellt dieser verschiedene Kunstformen in dem beeindruckenden Schloss aus. Abwechslungsreiche und hochwertige Exponate können Besucher seit dem 14. November auf der 30. Kunstbörse bestaunen. Das ist jetzt hier die 30. Kunstbörse. Das heißt, es sind über 80 Künstler aus 10 verschiedenen Bundesländern gerade hier vertreten. Also über Malerei, Keramik, Schmuck, Textilgestaltung, Glas, eigentlich alles dabei, Skulptur. Die Kunstausstellung hält für jeden Interessierten ein Objekt bereit. Die kunstvolle Börse lädt zum Betrachten, zum Verweilen und zum Kaufen ein. Aufgrund der aktuellen Lage muss jedoch leider auch das Schloss ab dem 16. Dezember schließen.